Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Jupiter Orakel im Zeitraum von 31. Mai bis 6. Juni 2018. Jupiter ist die größte Planet in unserem Sonnensystem. Zeigt auch seine Größe. In der griechischen Mythologie ist es nichts anderes als Zeus, der Himmelsgott. Vergrößert etwas in unserem Leben, es dehnt sich etwas aus. Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, und hat Einfluss unserem rechtlichen Lagen in einer bestimmten rechtlichen Situation oder löst etwas aus, was wir als gerecht oder als ungerecht empfinden. Jupiter gilt als die größte Glücksplanet, tatsächlich bringt Glück in unserem Leben. Jupiter befindet sich momentan im Tierkreiszeichen Skorpion, ist rückläufig. Das hat mit Vergangenheit etwas zu tun. Es kehrt etwas zurück von Vergangenheit. Bei Sonnenaufgang begegnet sich Jupiter im Tierkreiszeichen Skorpion mit Fortuna. Auch das Glück. Das heißt, bei Skorpiongeborenen kehrt etwas zurück und damit haben die Skorpiongeborenen gerade Glück. Jupiter steht in Verbindung zu Neptun und Venus, eine schöne Verbindung, und hier verbindet sich drei Tierkreiszeichen und alle drei Tierkreiszeichen gehören zum Wasserelement. Skorpion, das ist der Platz momentan für Jupiter. Dann die Tierkreiszeichen Fischen. Hier wirkt Neptun auf Jupiter. Und Venus in Tierkreiszeichen Krebs hat einen Einfluss auch zu Jupiter, auch zu Neptun. Die drei Planeten stehen in Harmonie und die Wasserelement bringt etwas im Fluss. Wasserelement symbolisiert auch Gefühle. Das heißt, heute wird Gefühle wahrnehmen. Das kommt alles im Fluss. Gefühle zeigen, Gefühle annehmen. Und hier handelt es sich um Liebe, Partnerschaft. Und dafür sorgt Venus. Und Jupiter bringt das Glück. Und bei Rückläufigkeit kann diese Liebe mit der Vergangenheit etwas zu tun haben. Das bedeutet entweder eine karmische Begegnung oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit und kommt zu einer Versöhnung. Astrologisch kann ich nur sagen, wir haben einen sehr schönen Jupiter-Einfluss. Das vermehrt sich etwas, bringt Glück in unserem Leben. Es ist eine fließende Energie und natürlich, das beeinflusst gerade unser Liebesleben, was steht auch mit Venus in Verbindung. Und jetzt schauen wir die Orakel an. Was ist das Thema zurzeit? Das Glück in die Liebe, Partnerschaft, eine Begegnung, eine Versöhnung, ein Treffen. Hier erscheint in diesem Bild auch die Kelchen und die Kelchen symbolisieren die Wasserelement und Wasserelement hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Also das fühlt sich sehr gut an, Glück in die Liebe, Partnerschaft. Wie verlaufen die Gespräche in die Tagen? Sehr schön, sehr harmonisch. Diese Karte zeigt die Quelle, das sprudelt. Sprudelt von Ideen, das ist sehr gefühlsvoll. Die Sprache hat Farbe. Und hier wird natürlich auch die Liebe vermittelt, auch die Gefühle. Und diese Karte symbolisiert auch Intuition und Inspiration. Die Liebe-Partnerschaft schauen wir näher an. Und das zeigt hier diese Karte.
eine ganz tolle Ausstrahlung und natürlich mit diesem Auftreten, mit dieser Ausstrahlung ziehen wir auch die Liebe an. Wo sollen wir die Kraft einsetzen? Welche Richtung sollen wir orientieren? Das zeigt hier diese Karte an, dass wir etwas im Gleichgewicht bringen oder vergleichen etwas. Oder hier handelt es sich auch um Gerechtigkeit. Diese Karte sagt aus, im inneren Gleichgewicht bleiben. Diese Karte sagt auch aus, etwas vergleichen, ausgleichen. Aber kann auch eine rechtliche Lage sein. Und genau das schauen wir näher an. Und Jupiter vertritt die Gerechtigkeit. Aber das läuft momentan nicht gerecht. Also das bedeutet, wir setzen uns ein um unser Recht, um die Gerechtigkeit. Wenn wir hier nicht aktiv sind, dann bricht es zusammen. Und jetzt haben wir einen schönen Jupiter-Einfluss und das unterstützt die Rechtlage momentan, weil Jupiter ist der Planet, das Recht und die Gerechtigkeit. Und wenn das ungerecht läuft, hilft Jupiter dabei, dass wir unsere Rechte bekommen. Haben wir Lernaufgabe? Die Lernaufgabe besteht daran, dieser Fluss zu vertrauen. Und das ist eine fließende Energie. Ich wiederhole, die drei Tierkreiszeichen, Skorpion, Fische und Krebs, sind miteinander sehr schön in Verbindung und ein Teil davon ist Jupiter und Fortuna, das Glück. Also auf diese Energie sollen wir vertrauen und das ist unsere Lernaufgabe, auch wenn das nicht sofort sichtbar ist, aber da nähert sich etwas, das heißt, es bewegt sich etwas, es kommt alles im Fluss und das trifft auch in die Tagen ein. Was ändert sich in die Tagen? Dass wir eine Verabredung haben, ein Treffen oder ein Vertrag. Das kann die Liebe bedeuten und das zeigt auch ein Entgegenkommen und auch Stabilität. Das ist hier diese Gebäude, das Haus symbolisiert auch Schutz und Stabilität. Kann auch um Verträge handeln in wohnlicher Situation, ein Mietvertrag oder Kaufvertrag. Kann auch bedeuten, dass im Arbeitsbereich kommt, auch ein Vertrag und damit haben wir die Sicherheit, die Stabilität. Also in allen Ebenen, auch in wohnlichen Situationen, auch beruflich, auch in die Liebe, Partnerschaft kommt etwas entgegen und das bedeutet ein Vertrag oder ein Treffen und das ist Schutz und das ist die Sicherheit und Stabilität. Das, was sich hier ändert in die Tagen. Läuft alles nach unserem Wunsch? Ja, wir spüren die Kraft und es kommt auch entgegen. Also es ist nicht nur nehmen, sondern auch geben, nehmen, das kommt in Harmonie. Wir setzen unsere Kraft ein um etwas, aber es kommt auch etwas entgegen. Natürlich, dieses Bild symbolisiert auch die Liebe. Und wenn jemand diesen Wunsch hat, glücklich zu sein in die Liebe, und Jupiter bedeutet auch Glück, dann ist eine richtige Zeit, Qualität, auch Glück haben in die Liebe, Partnerschaft. Was sollen wir loslassen, dass wir in Kraft bleiben? Wir sollen konzentriert sein, konzentriert unsere Ziele zu verfolgen. Und alles, was das stört, diese Ziele zu erreichen, das sollen wir loslassen. Oft sind es Zweifel und Angst. Und das war mein Jupiter-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.